Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start am Letztest Montag mit einem sehr neuen Spiel. Star Wars Der Widerstand. Ich habe es gestern im App Store gesehen und habe gedacht, oh, da könntest du gut ein Letztest Video zu machen. Und dann so, oh, heute ist ja Montag. Wir machen es ja nicht mehr Donnerstag, wir machen es ja jetzt immer montags. Es passt perfekt, wir können es heute direkt zeigen. Es ist relativ frisch, vielleicht kennt es der ein oder andere noch nicht. Ich muss sagen, ich bin, ja, man kann mich schon als Star Wars Fan bezeichnen, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so extrem, aber ich muss, beziehungsweise, ich bin mit Star Wars aufgewachsen. Da war ich 6, als Episode 1 rauskam oder so ungefähr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so um den Dreh. Und ich war ein großer Fan, ich wurde ins Kino mitgeschmuggelt, die waren ja ab 12, beziehungsweise dann irgendwann ab 16. Das heißt, ja, aber ihr habt bestimmt, das ist nichts verboten, also, ja gut, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich hab diese Filme geliebt und ich freue mich so wahnsinnig auf Episode 7 dieses Jahr, deswegen, ich freue mich, ein Star Wars Spiel zu spielen. Wir nennen uns X-Heaven. Lord, nein, nicht Lord Heaven, das wäre zu merkwürdig. Wir nennen uns X-Heaven, ganz normal. So, weiter. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe keine Ahnung von diesem. Gar nichts. Gar nichts. Ich weiß gar nichts. Wirklich gar nichts. Gar nichts. Oh, diese Bar. Ah, ich liebe Star Wars, wirklich. Ich bin sehr gespannt. Wähle deine Oh. Okay. Gibt es da auch nähere Informationen? Zabrak. Ich wollte schon sagen, die sieht weiblich aus. Das ist ja Darth Maul, oder? Okay, ich wusste gar nicht, wie die heißen. Der sieht ja aus wie ein Ogre. Okay, so gut kenne ich mich dann wohl doch nicht mit Star Wars aus. Die Namen habe ich noch nie zuvor gehört. Twi'lek. Meine Güte, wie sehen die denn aus? Und das ist, ja gut, menschlich. Ich würde fast sagen, wir nehmen menschlich, oder? Was ist denn hier oben? Audio. Okay. Was nehmen wir denn? Ja, das ist schwierig. Die sehen. Sollen wir eine Frau spielen? X7, ja, ist klar. Ja, nein, die Frauen sehen auch nicht wirklich gut aus. Wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich wahrscheinlich die nehmen. Die sieht noch. Und oder Mensch, aber wir nehmen jetzt. Wir sind langweilig heute, wir nehmen den Mensch. Wir nehmen den Mensch. Ach, man kann die anpassen. Ach so. Hätte ich das mal eher gewusst. Mal sehen, was gibt's denn für Gesichter? Oh Gott, so kompliziert. Wir wollen das aber nicht zu extrem machen. Wir haben ja sowieso keinen Account erstellt. Deswegen, ich will hier nicht jetzt jahrelang warten und beziehungsweise da jetzt jahrelang. Die Auswahl ist aber nicht so besonders. Wir nehmen keinen Mensch. Wir nehmen Zabrak. Dann gucken wir mal, was der für Haare hat. Keine Sorge, ich beeile mich. Das sind eher Augen anstatt Gesicht. Das sind eher Augen anstatt Gesicht. Vorname, Nachname? What the hell? Auf jeden Fall cool. Wirklich cool. Hörner? Die? Ich glaube, wir nehmen die, oder? Was für eine Frisur. Stylisch. Stylisch, weiß. Nice. Oh mein Gott. Okay, die Auswahl ist nicht gigantisch. Wir nehmen weiße Haare. Wir sind Killer. Aber wir können sogar die Hautfarbe nehmen. Wechseln. Wir müssen natürlich rot sein, sonst Tattoo. Achso, im Gesicht, okay. Nehmen wir das. Wir sind heute der Typ. Der Typ. Achso, X7 war unser Accountname. Vielleicht können wir hier sogar viele machen. Die Augen gefallen mir nicht. Keine Sorge, wir machen das ganz kurz. Ganz kurz, ich bin fast fertig. Welche Augen gefallen mir denn? Gar keine. Kann man zoomen? Man kann nicht zoomen. Hm.
Nehmen wir einfach die. Vorname. Nein, ich bin nicht gut in sowas. Wie nennen wir uns denn? Wisst ihr was? Wir machen einen Fun-Account. Das ist jetzt Lady. Lady Death. So. Das ist... Erstellen. Was zum Teufel? Wieso existiert dieser Name bereits? Lady... Lady. Lady Flower. Wir sind Lady Flower. Lady Flower. Wir müssen eine Frau erstellen. Wir nehmen eine Frau. Entschuldige, dass ich mich ein bisschen hierbei menschliche Frau. Vielleicht gehe ich sie halbwegs. Wow. Wenn ihr so eine Frau auf der Straße seht, die würde nie ein Date bekommen. Also wenn jetzt eine Frau zuguckt, guckt nicht wie diese Frau. Nie. Nie. Wer will mit so einem Mensch kommen? Ich halte mich zurück. Die gucken alle so angepisst. Zum Teufel. Guckt mal, wie ernst die gucken. Das ist natürlich das Schlimmste, aber... Die ist eher gelangweilt. 4 und 5 sind eher noch so halbwegs Killer, ich bring dich um, Blick. Okay, der ist okay. Der Blick ist okay. Haare. Hübscheste Frisur. Lea-Style. Nein. Oh Gott, was für Frisuren. Ja, die ist okay. Nein. Na, das sieht aus, als hätte die so eine Mütze auf. Ja, ich glaube, wir nehmen die. Ich mag sowieso lange Haare, von daher. Ich glaube, wir bleiben bei... Ist das so ein Silberschwarz? Wir bleiben bei Braun. Welches Braun? Das Braun oder das Braun? Das ist so ein helleres Braun. Nehmen wir das einfach mal. Hautfarbe ist, glaube ich, okay. Wir sind bei 5. Das ist zu dunkel. Ich glaube, 5 ist optimal. Ja, 5 passt zu dieser Frau. Gesichtsdetails. Sieht da irgendwas cool aus? 7 ist gar nichts. Nur dieses... Wir nehmen dieses Auge. Die gefällt mir sogar halbwegs. Wir sind Lady Flower. Lady Flower geht jetzt auf Touren. Diesen Namen gibt's nicht. Yes! Lady Flower... Hey Lady. Wie soll man das sagen? Das ist irgendwie total merkwürdig, wenn man die anspricht, so Hey Lady. Und wenn man dann sagt, Hey Lady Flower, dann ist Lady nicht Lady, sondern, oder wenn man dann, Hey, Lady Flower, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn man jetzt Lady und dann, sage ich jetzt mal, Lady. Fällt kein weiblicher Vorname ein, das darf nicht wahr sein. Lady Katharina. Mir fällt kein Nachname ein. Egal, wir wollen jetzt vorspulen. Okay, wir können nicht vorspulen. Es herrscht Chaos in den Monaten nach. Das ist so schräg. So schräg, ich kann nicht schräg lesen. Imperator Palatins Tod hat Gunevör. Blah. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht lesen. Lest es selbst. Lest es. Spul zurück. Wir haben jetzt Lady Flower. Ich nenne sie jetzt einfach immer Lady Flower. Sie sieht gar nicht so schlecht aus. Halbwegs vernünftig, was man hiermit erstellen kann. Wir wollen ja schon immer eine Frau spielen. Ein junger Schmuggler führt gefährliche, aber höchst gewinnbringende Fracht explosiver Kristalle für den Gangster Happy Depp an den dunklen... Was? Happy Depp? Ich bin sehr gespannt, ich bin wahnsinnig gespannt. Es tut mir leid, dass ich euch ein bisschen mit diesem Editor auf die Folter gespannt habe. Aber wenigstens bin ich jetzt mit einem, habe ich einen Charakter erstellt, mit dem ich zufrieden bin. Also das ist wichtig. Lasst euch da ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise macht was ihr wollt. So, mal sehen. Der klassische Anfang. ich liebe diese Teile. Das ist... Oh Gott, wie heißen diese Dinger nochmal? Imperiales Sternkreuzer. Ich
Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß, dieses runde Teil ist der Todesstern. Traurig für einen Star Wars-Fan. Ich muss zugeben, ich habe die Filme jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Bestimmt schon wieder 3 Jahre her oder so. Sieht auf jeden Fall cool aus. Wow. Wow. Ich bin gespannt. Seid ihr auch gespannt? Ich hoffe doch. Wenn nicht, warum guckt ihr überhaupt? Verbringt eure Zeit sinnvoll. Tututu. Ist das Guido? Okay. Imperiale, Imperia, Imp. Ich bin gerade in Summoners War. Nein, imperialer Sicherheitsoffizier. Sergeant, geben Sie mir 5 Minuten und schicken Sie dann Ihr Räumungsteam hier rein. Wir sind Lady Flower. Stillgestanden, dies ist eine Durchsuchung. Was zum Teufel? Short Paw, aber mein Laden. Habt ihr das gehört? Der hat so Oje oh yeah, oder sowas gesagt. Das war sehr kawaii. Kawaii. Bleibt unversehrt. Wenn du kooperierst, nie. Nein, bleibt unversehrt, wenn du kooperierst. Niemand interessiert sich für dein. Sei nicht so gemein zu diesem. Wer sind das überhaupt? Irgendeine Rasse, die gibt es da. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ach, das sind wir. Du, geh darüber mit diesem Ding. Achso, der meint das Teil und nicht uns. Zum Bewegen antippen. Lady Flower, Level 1. Okay. Solltest besser aufpassen. Unsere. Ach, die reden wirklich. Du solltest besser aufpassen. Ich habe gar nichts gemacht. Unseren Berichten zufolge handelt hier jemand mit synthetischen Kyberkristallen, gefährlich, instabil und das Schlimmste illegal. Natürlich, Lady Flower. Aber ich kann keine weibliche, ich kann es gar nicht. Jetzt bräuchte ich eine weibliche Person neben mir, die mir das jetzt vorliest. Ach, reden wir nicht darüber. Ich versuch's, ich kann's nicht. Ich versuche das richtig mal weiblich aus. Ich kann's überhaupt nicht. Ich lasse es. Richtig. Also, so ziemlich das Dümmste, dass. Ich kann es nicht, ich kann es wirklich nicht. So ziemlich das Dümmste, dass jemand mit sich rumschleppen Bist du könnte. Ärger, was? Vielleicht. Die Stimmen gefallen mir nicht, das ist ein bisschen nicht so toll synchronisiert, aber egal, lassen wir das mal beiseite. Vielleicht sollten wir besser ruhig sein. Denkt ihr wirklich, dass hier jemand explosive synthetische Kyberkristalle mit sich herumschleppt in seinen Taschen? Für wie idiotisch haltet ihr uns? Verzweiflung führt manchmal zu Dummheiten. Das stimmt. Da muss ich ihm recht geben. Tippe. Was? Wir greifen die jetzt an? Ernsthaft? Lady. Mach doch nicht sowas. Tippe an, um anzugreifen. Was Hab ich führst den du im jetzt. Schilde? Ich hab den erschossen? Lady? Was machst du da? Eine schlechte Entscheidung noch schlechter machen. Keine Sorge, er ist nur gelähmt. Achso, okay, nur gelähmt. Riley, bist du am Comlink? Ich hab zum ersten Augenblick Cockpit gelesen. Egal. Ich habe 10 Sekunden, bis hier ein komplettes Sicherheitsteam auftaucht. Jetzt kommt schon wieder dieses doofe Virenprogramm. Eine Sekunde. Ich bin ja sehr froh, dass es jeden Tag eine Suche automatisch macht, weil ich da nie dran denke, aber immer in Videos. Oh, die sieht nicht so toll aus. Wir sehen besser aus. Minenschlacht, sehr nah. Sag mir zuerst, dass du die Kristalle abgeliefert hast. Frag mich später. Haben wir wirklich Kristalle irgendwie gemacht? Tippe Objekte an, um mit ihnen zu integrieren. Okay, gehen wir hier rein. Mission beendet. Bisher haben wir nicht wirklich viel gemacht. Es ist logisch. Ich bin gespannt, wenn irgendwie was Aktives kommt. Team Bastion, Fraktionsanführer Rebellenallianz. Manche Fähigkeiten erfordern eine bestimmte Waffenart, um sie einsetzen zu können. Okay, jetzt geht's wahrscheinlich in einen kleinen Kampf, oder nicht? Ah, oh, die Musik, ich liebe die. Es gibt noch einen anderen Ausweg, aber die Imps sind dir auf den Fersen. Ich weiß, ich habe einen Plan zu diesen Kyber. Also wir haben die wirklich geschmuggelt, okay. Lady, Schwesterherz, erwähne es nicht einmal. Du kannst von Glück reden, wenn der ganze Ort nicht einstürzt. Ganz zu schweigen von den Credits, die wir Happy dann schuldig wären. Wünsch mir Glück. Antippen, um Kristalle zu platzieren. Okay. Zum Abholen. Abrollen, zweimal tippen. Okay. Wow. Haben wir es jetzt zerstört? Mit den Kristallen? Achso, die sind gefährlich. Okay. Immer noch am Fühlst dich Leben. nicht lächerlich?
gerade lang genug, damit Happy uns die Augen auskratzen kann. Ich habe den Job angenommen, ich werde es rausfinden. Okay, vergiss es. Holen wir dich da raus und feiern das Überleben später. Schau dich nach Sicherheitsdroiden um, sie sind auf Eindringer abgerichtet. Siehst du, warum sollte ich mir um Happy Sorgen machen, wenn ich genau hier Feinde habe? Ja, dann gehen wir nach hier. So. Heilen wir uns. Also wir können uns nur einmal heilen. Schießen wir das kaputt und das kaputt. So. Gehen wir oben lang. Tot. Schieß ihn tot. Achso, den kann man nicht tot schießen. Das sind übrigens die Lieben. Beziehungsweise, ich mag diese Roboter. Die sind süß. Wirklich süß. Da ist Gold. Cool. Münzen. Wer will keine Münzen? Autoangriff einmal tippen. Schieß ihn tot. Schieß ihn tot. Ich weiß noch nicht, wie wir ausweichen können, beziehungsweise... Oh, weia, hier sind viele. Au. Schieß ihn tot. Vielleicht lernen wir das Ausweichen noch. Schieß ihn schnell tot. Können wir ausweichen? Na, immerhin hat er uns nicht getroffen und musste dann wieder ein neues Ziel suchen. Wir machen mal alle Kisten kaputt. Vielleicht ist da ja irgendwas noch drin. Okay, können wir hier irgendwas machen? Nein, dann gehen wir hier hin. So, dann geht das hier runter. Ist ganz okay bisher. Nichts so Besonderes, aber ich finde es lustig. Autohang auf einmal tippen, das wissen wir. Vielleicht ist hier nochmal Gold drin. Ja, danke. Schieß ihn tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der eine hat nicht angegriffen, weil er so nah war. Ein Schwert hat oder so eine Stange und keine Pistole. Und der andere hat geschossen, weil er eine Pistole hat. Was logisch ist. Meine Güte, ich denke auch mir manchmal, wenn ich die Videos schneide, denke ich, was hast du da für Mist erzählt? Das kaputt schießen, das kaputt schießen. Oh Gott, da sind wieder... Oh Gott, die haben sogar... Oh Gott, der schießt viel. Schießt ihn tot. Schnell. Schnell, 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 schnell. Wir haben zum Glück nicht wirklich viel Leben verloren. Ah ja, wir können Ach ja. Schlau. Wir sind schlau. Lady Flower können sich abrollen. Habe ich fast vergessen. So, dann versuchen wir das mal, sobald wir einen sehen, der auf uns schießt. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Hey Riley, wo hast du diese Waffe gefunden? Ich habe sie ganz legal... Ja, ist klar. Es ist ein Rattenschotter, nicht tödlich. Es sei denn, du schießt eine volle Batterie an, schließt eine volle Batterie an, dann wird's ungemütlich. Mit ungemütlich meinst du, wird richtig heiß und tötet keine Droiden? Jammerlappen. Irgendwo weiter oben wird ein Lager sein. Sieh dich nach einer Sicherheitskiste um. Okay. Heilen wir uns erstmal. Ich bin gespannt, wenn wir gleich ins Menü kommen und so. Wir machen die Kisten natürlich noch kaputt. Nicht wirklich viel Gold hier, aber immerhin haben wir schon 48 von diesen Balken oder was auch immer das sein soll. Vielleicht ist es ja wirklich Gold. Lady Flower hat 100% Leben. So. Ich finde dieses Auge gar nicht so schlecht. Also dieses Tattoo an diesem Auge, das sieht eigentlich ganz lustig aus. Was bekommen wir? Alles klar, ich habe etwas gefunden, aber es ist in einer Art Behälter. Nun, dort kannst du ihn nicht öffnen, du musst einfach abwarten, benutze deine Handbetäubungsblaster, wenn nötig. Aber denk daran, dass er nur begrenzt... Wir holen dich da raus, dass er nur begrenzt, was verfügbar ist. Achtung, Endgegner, okay. Triken. Problem, ich weiß noch nicht, wie man abrollen, aber ich glaube nicht, dass es der Endgegner ist, also der Typ. Der Markt wurde überfallen, du hast doch bestimmt mitbekommen, schließlich bist du bla bla bla. Ja, du bist weggelaufen. Ja, mit den Ach doch, das ist der Endgegner. Schieß ihn! Ich habe ein ungutes Gefühl. Triken, ich habe die Kristalle nicht, die sind im Kampf kaputt gegangen. Ich gebe Happy sein Geld zurück und dann finden wir eine Lösung. Wir sind auf jeden Fall in Schwierigkeiten. Ich habe gehört, dein Vater sei in der Mine gestorben. Jetzt ereilt dich das gleiche Schicksal. Schieß ihn.
Leichen anzutürmen. Aufzutürmen ist keine Lösung. Für dich, für du. Ja, das stimmt. Was tipp antippen und ziehen, um den Richt um den deine Richtungsfähigkeit einzusetzen. Wir können nicht wirklich ausweichen. Außer wenn er seinen, naja, wie soll ich das sagen, seine große Fähigkeit einsetzt, die wenn wir zurückziehen, also was uns gerade erklärt wurde. Aber den Rest können wir nicht wirklich ausweichen, aber naja. War okay bisher. Auf jeden Fall interessant. Meine Batterie ist fast leer. Du hast mir meinen Tag gewünscht. Oh, eine Sekunde. Gar nicht gut. Würde es komisch kommen, wenn ich sagen würde, Lady Flower hat wieder Saft? Anscheinend ja. Lady, warum hast du Triken das angetan? Hey Happy, ach das ist Happy. Hey Happy. Verdammt, ach so, Riley heißt auch Flower, weil wir sind ja Lady Flower, okay. Okay, übrigens cooler Vorname, wenn ihr jetzt schon älter seid und zuschaut, überlegt mal, wenn ihr eine Tochter bekommen solltet, die Lady zu nennen, das wäre mal was Neues. Ich glaube, es gibt nicht viele Ladies auf dieser Welt. Happy Depp. Achso, den haben wir eben im Vorspann, glaube ich, gelesen. Also von dem Typ. Was hast du auch so ein Tattoo im Gesicht? Es gehört nur uns. Das dürfen nur wir haben. Lass uns mal zusammenfassen. Ich habe schon gedacht, der sagt, lass uns mal was zusammen essen gehen. Erstens, ich zahle dir die Hälfte für die Lieferung im Voraus und denke mir selbst, Happy, alter Kumpel, das war aber nett von dir. Mein Laptop wird gerade laut und pustet, weil er am Strom liegt. Es tut mir leid, falls ihr das hört. Ihr hört das sowieso. Zweitens wären da die Credits. Haben wir im Credits gesammelt, die ich dir für die Kristalle ausgegeben habe, die jetzt glitzernde, entzückende kleine Partikelchen sind. Niemand will anzweifeln, was passiert ist. Ich habe einen Job vermasselt. Das schadet meinem Ruf genauso wie deinem. Drittens, du hast Triken kalt gemacht. Ich kann ihn zu einem Arzt schleppen oder hier im Dreck liegen lassen. Egal, was ich mache, ich bin jetzt erstmal ohne Leibwächter. Lass mich meine Schulden abarbeiten. Ohne Triken bist du ziemlich unterbesetzt. Mach das nicht für uns. Klar hat er Verbindungen, aber er ist ein Irrer. Wahrscheinlich haben wir die so im Ohr. Also über Headset oder so. Meine Güte, ist mein Laptop laut. Wir können leider nicht mehr zu lange spielen, sonst wird das zu laut. Aber egal, wir gucken noch ein bisschen rein, noch ein bisschen. Vielleicht in so ein Menü noch reingucken. Ist deine Schwester mit dem Deal einverstanden, Beine oder nichts? Sie hat eine fiese Ader, an die meine Jungs nicht rankommen. Riley? Gut, wir gehen da rein. Wir machen Kohle, wir zeigen Happys Hintermännern, dass sie es mit uns besser haben als mit ihm, wenn der richtige Moment da ist. Sie freut sich schon drauf. Ja, ist klar. Sie hat schon immer deinen Elan bewundert. Wenn das so ist, okay. Komm später in der Kantine vorbei, dann reden wir und machen ein Date aus. Nichts fühlt sich so gut an, wie alles aufs Spiel zu setzen und nachher ein Date zu haben, oder? Genau. So. Mission beendet. Ich bin stolz auf dich, Lady. Lady Flower. Nice. Seht ihr ihre Liebe in ihrem Blick? Das ist wahre Liebe. Oh Gottes Willen, was erzähle ich hier? Level 2. Gesammelte Credits 8. Ausrüstung Kiste 1. Öffnen. Grobe Blast-Tech Sportpistole. Du, die Musik ist wunderschön. So, weiter. Kiste Nummer 2. Was ist das? Beschädigte Street-Punk-Handschuhe. Cool, dass es so viele Sachen gibt. Interessant. Weiter. Ich hoffe, jetzt kommt die Story, sondern dass wir irgendwas machen können. Also, dass wir ins Menü oder so, also, dass wir die ausrüsten können oder sowas. Das würde mich sehr freuen. Das wäre ein schöner Abschluss. Ansonsten muss ich in... Gut, wir sind... Ah, das ist so ein C3PO abklatscht irgendwas. Du hast neue Ausrüstung erhalten. Tippe dein Porträt an, um deinen Charakter abzurufen. Ach, sehr gut. Sind das da unten wirklich echte Spieler? Das wäre ja cool. Ich weiß gar nicht, ob das online ist, aber sieht so aus. Wir haben... Ja. Ayla... Mann, ich wollte es doch lesen. Blocko Soko, Tobias Skywalk, Lady Flower,
Keiner kann an diesen Namen rankommen. Klicken wir auf uns. So. Was mache ich für Musikgeräusche heute? Grauenvoll. Tippe die Pistole an. Tippe anlegen. Mit besserer Ausrüstung kannst du schwierige Missionen abschließen. Lege alle anderen Items an, die du gerade gefunden hast. Natürlich machen wir das. Dann legen wir die auch noch an. Anlegen. So. Mehr haben wir leider noch nicht. Können wir hier aufwerten? Okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Aufwerten? Nein. Sieht sehr interessant aus. Mehrere Ausrüstungssets. Au. Die hat hier so ein weißes Hemd an. Vielleicht kann man sie ja irgendwie auch spannender anziehen, aber naja. Lassen wir es mal. Interessant, sieht aus wie ein MMO. Sieht auf jeden Fall cool aus. Da gibt es dann die nächste Aufgabe. Wir gucken uns alles mal an. Also, das ist unser Avatar. So, wir haben Inventar. Wir haben Fähigkeiten. Was haben wir denn? Zielgerichtet und... Zielgerichtet, schnelles Abrollen, wenn man das aktiviert, selbst das Ultimate, da gibt es dann wahrscheinlich die verschiedenen Knöpfe und dann kommt die Aktion. Okay, was gibt's noch? Komponenten. Haben wir nicht wirklich welche? Was auch logisch ist zu diesem Zeitpunkt. Was gibt's noch? Anpassen? Ah nein, das ist wahrscheinlich wieder das... Das machen wir aber jetzt nicht. Das haben wir ja schon gemacht. Wir sind Lady Flower und so bleiben wir auch. Oh, ich nehme schon wieder lange auf. Auf jeden Fall kann man Schönheits-OPs noch bekommen. Fototitel, was ist das? Credits. Chromium, Gutschein. Schlachtpläne. Unbekannt. Titel. Haben wir noch keinen, okay. Okay, interessant, wirklich sehr interessant. Hier ist das Menü, das hatten wir eben schon. Postfach, Nachrichten, Login-Belohnung, 500 Credits. Vielen Dank dafür. Und dann nochmal 500 Credits. Vielen Dank dafür. Wir behalten die mal und löschen die jetzt nicht. Darunter ist der Chat. Suchen wir uns Mia. Gucken wir uns jetzt Mia an. Ansehen. Die sieht aber nicht gut aus. Die sieht nicht schön aus. Aber die ist auf jeden Fall stark. Also sowas könnt ihr... Meine Güte, so lange ist das Spiel noch nicht draußen und die haben schon Max Sachen. 4 blaue Sterne, 5 lilane Sterne. Cool. Man kann die dann auch irgendwie aufwerten und alles und wow. Interessant auf jeden Fall, muss ich sagen. Oben haben wir... Chromium, das ist die Premium-Währung. Ich habe keine Ahnung, was man damit anstellen kann, aber wahrscheinlich viele tolle Sachen. Daneben sind die Credits und da oben rechts ist dann das Aufgabenfeld. Können wir hier auch irgendwas machen? Anscheinend nicht. Bevor wir dann mit diesem Typ sprechen, das wäre dann wahrscheinlich dann der Start einer nächsten Aufgabe, würde ich sagen, beenden wir es hier. Klicken auf Lady Flowers Bild nochmal zum Schluss, damit ihr diese Schönheit von ihr sehen könnt. Sektorenschlacht steht bevor. Vertreibe das Imperium. Können wir wahrscheinlich noch nicht machen. Melde dich mit deinem Konto an. Belohnungen. Innerhalb von 48 Stunden bekommst du eine Belohnung. Also meldet euch dann an. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, das sind wahrscheinlich dann Events. Wenn man dann stärker ist, kann man das machen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Sieht wirklich cool aus. Ich mag dieses Spiel. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ob ihr das nochmal dann am TBT sehen wollt oder so. Ob ihr das spielt. Ob ihr damit euch besser auskennt. Ob ihr selbst Star Wars mögt. Was wahrscheinlich der Fall ist, wenn ihr bis jetzt zugesehen habt. Aber naja. Mir hat's gefallen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag im nächsten Let's Test Video wieder. Und ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.